Dann, jetzt aber, Top 2. Bericht des Landesbischofs, den wird Bruder Stavno in Vertretung einbringen. Unser Bischof ist erkrankt, befindet sich in Quarantäne, aber er hat eine Videobotschaft geschickt. Kann die Technik die zunächst einspielen und dann kommt Bruder Stavno mit dem Bischofsbericht? Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitsynodale. Ich wäre jetzt gerne mit Ihnen und euch zusammen, würde mitdiskutieren, überlegen über den weiteren Weg unserer Kirche, über den Haushalt, die Wahlen, die verschiedenen Dinge, die zu regeln sind. Und hätte euch gern auch live wiedergesehen. Aber ich bin krank und bin auch bis Sonntag in Quarantäne. Dennoch bin ich mit euch im Gebet verbunden, bete für euch und danke auch für die vielen Genesungswünsche und die vielen Gebete, die mich erreicht haben und die mich auch in dieser Zeit tragen. Es braucht das Gebet, gerade in unseren Tagen. Wir kommen aus der Friedensdekade, haben für den Frieden gebetet und merken, es braucht das einmütige Gebet, damit es Kraft gewinnt. Gerne hätte ich einen Bericht gegeben, doch das wird jetzt Bruder Stavno machen. Ich danke Propst Stavno dafür, dass er dies tut. Und vielleicht ist es ja auch eine Idee Gottes, dass die letzte Synode, die Bruder Stavno in seinem Amt hat, ihm nochmal einen größeren Raum auch für einen Rückblick und einen Bericht gibt. Gott segne ihn daran. Ich habe ein Gebet, das ich mit Ihnen und euch sprechen möchte, das ich beten möchte. Es ist das Gebet, das unsere katholischen Geschwister zurzeit beten, wenn sie zusammenkommen auf dem synodalen Weg hin zur Weltsynode, zu der Franziskus eingeladen hat, unterwegs sind, beten. Es ist ein altes Gebet aus dem 6. und 7. Jahrhundert und ruft den Geist herbei, wenn man synodal zusammenkommt im synodalen Weg. Wir wissen durch Martin Luther nicht zuletzt, dass Synoden irren können und ich hoffe sehr, dass diese Synode sich nicht irrt, sondern vom Geist bewegt die richtigen Entscheidungen trifft und deswegen braucht es das Gebet um den Heiligen Geist. Und ich lade Sie und euch ein, es im Geiste mitzusprechen. Lasst uns beten. Wir stehen vor dir, Heiliger Geist, in deinem Namen sind wir versammelt. Du, unser wahrer Ratgeber, komm zu uns, steh uns bei, kehre ein in unsere Herzen. Lehre uns, wohin wir gehen sollen, zeige uns, wie wir das Ziel erreichen können. Bewahre uns davor, als schwache und sündige Menschen die Orientierung zu verlieren. Lass nicht zu, dass Unwissenheit uns auf falsche Wege führt. Gib uns die Gabe der Unterscheidung, dass wir unser Handeln nicht von Vorurteilen und falschen Rücksichten leiten lassen. Führe uns in dir zur Einheit, damit wir nicht vom Weg der Wahrheit und der Gerechtigkeit abkommen, sondern auf unserer Pilgerschaft zum ewigen Leben entgegenstreben. Das erbitten wir von dir, der du zu allen Zeiten und an allen Orten wirkst, in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So segne diese Synode mit der Fülle seiner Gnade. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vielen Dank an den Landesbischof, der uns hoffentlich ja im Stream mit verfolgen kann. Dann bitte ich Bruder Stavno um die Einbringung des Bischofsberichts. Liebe Schwestern und Brüder, Hohe Synode, lieber Bruder Präses und auch lieber Bruder Landesbischof, vielleicht sehen Sie uns, hören Sie uns jetzt, wenn wir hier zusammen sind. Also möchte ich Ihnen als Stellvertreter des Landesbischofs Bericht geben. Ich möchte Erfahrungen, Einsichten einbringen, die mir geworden sind, die uns beschäftigen. Ich möchte das mit dem Heilandsruf Jesu tun aus Matthäus 11. Jesus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Heilandsruf, ein Plädoyer für den sonntäglichen Gottesdienst. In vielen Kirchen, so auch in der Johanneskirche in Schafstedt, meiner ersten Pfarrstelle, ist dieses Wort Jesu zu lesen. Kommt her zu mir alle. Die Kirche als Gottesdienstort ist der Raum der Gottesbegegnung von alters her. Bei Einweihungen und Wiedereinweihungen unserer Kirchen nehmen wir Bezug auf die Tempeleinweihung und Bedeutung des Tempels in Jerusalem. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Zugleich wissen wir aber auch, dass Gott nicht in Tempeln von Menschenhand gemacht wohnt, sondern unsere Herzen Tempel des Heiligen Geistes sein sollen und nicht Orte für die Anbetung Gottes entscheidend sind, sondern, wie Jesus in Johannes 4 sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gottes Anbetung ist zu allen Zeiten und an allen Orten möglich. Er ist nahe, er ist da und mit seiner Himmelfahrt Jesu gilt das auch für ihn. Ich bin bei euch alle Tage. Doch der Glaube braucht Orte und Zeiten, braucht Stille und Musik, braucht Einkehr und Zuwendung in Zeichen und Wort. Alle Sinne sind beteiligt. Im bitteren Lockdown zu Ostern 2020 und danach haben wir das in besonderer Weise gespürt, als wir eben nicht in unsere Kirchen gehen konnten, als wir nicht miteinander das Heilige Mahl feiern konnten, als wir nicht gemeinsam beteten und singen und das Singen uns fehlte. So sehr das Wort der Predigt uns Protestanten wichtig ist und wir das auch im häuslichen Wohnzimmer haben können, so sehr wuchs doch die Sehnsucht nach dem präsentischen Gottesdienst. Auch ein anderer Aspekt war auffällig. Viele suchten ein lokales Online-Angebot und zogen es den perfekter inszenierten Gottesdiensten der Fernsehprogramme vor. Es liegt etwas sehr Wahres in der Verbindung des Heilandsrufes mit unseren Kirchen. Ich stelle einmal einen vermeintlich zweiten Aspekt voran. In unserem Gesangbuch finden wir das früher viel häufiger gesungene Abendmahlslied »Kommt her, ihr seid geladen, der Heiland rufet euch«. Einladung zur Abendmahlsfeier, Einladung an den Tisch des Herrn, Einladung zu Brot und Wein als Vergegenwärtigung des Heils durch Jesus Christus. Teilhabe an der Frucht seines Todes am Kreuz, der Überwindung von Sünde und Tod, Heilung der Seele, manchmal auch des Leibes, innigste Gemeinschaft mit ihm. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wir haben in den Zeiten meines Dienstes sehr stark den Gemeinschaftsaspekt beim Abendmahl betont, den Einzelkelch wegen der Individualisierung verschmäht. Nicht, dass das alles auch gut theologisch begründbar und streitbar sei, aber jetzt wird uns eine Feier mit dem Einzelkelch wertvoll, und wir hören möglicherweise das für dich umso deutlicher. Kommt her zu mir alle, sagt Jesus. Im heiligen Abendmahl kommen wir zu Jesus. Wir können aber dieses Mal nur feiern, wenn wir es in Verantwortung vor der Ordnung unserer Kirche tun. Es ist auch eine Diskussion um das sogenannte digitale Abendmahl entstanden. Dafür zeichneten sich Kriterien ab. Eine gewisse Gleichzeitigkeit ordnungsgemäßer Einsetzung und der Gabecharakter des Mahles, also niemand sollte Brot und Wein sich selbst reichen müssen, müssten gewahrt sein. Ob ein digitales Abendmahl nur für die Not bestimmt sein könnte oder doch eine alternative Mahlfeier sei, wird diskutiert. Allein, dass wir hier so ernsthaft miteinander unterwegs sind, macht doch deutlich, wie sehr die Feier des heiligen Abendmahles in die Mitte unseres Glaubens und eben auch zum Heilandsruf gehört. Kommt her zu mir alle. Das verbindet uns mit unseren katholischen Schwestern und Brüdern in besonderer Weise. Auch wenn uns zunächst weiterhin eine gemeinsame Eucharistiefeier kirchenrechtlich verwehrt bleibt, so ist doch eine Einheit im Geist sehr gewachsen. Sie wird auch beim Katholikentag 2024 hier in Erfurt zum Ausdruck kommen. Der vermeintlich erste Aspekt ist der des Wortes und der Predigt.
Martin Luther hat das in der Erklärung zum dritten Gebot in den Vordergrund gerückt. Zum Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, erklärt er, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern dasselbe heilig halten, gerne hören und lernen. Ich habe eine hohe Wertschätzung für die Quäker und wir haben das große Glück, in der ACK hier in Erfurt auch eine Quäkerin dabei zu haben. Sie vertrauen auf die innere Stimme des Heiligen Geistes. Mich beeindrucken ihre Liebe und Gewaltfreiheit und sie waren die Ersten, so habe ich es neulich erst gelesen, die gegen die Sklaverei in den USA kämpften. Ich kann aber nicht erkennen, dass es eine Kirche ohne das verkündigte Wort überhaupt gäbe. Jesus sagt am Ende der Bergpredigt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Oder selig sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Und der Apostel Paulus schreibt in Römer 10, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das Wort Gottes hat schöpferische Kraft. Am Anfang war das Wort. Die hohe Wertschätzung des Wortes und der Predigt finden unseren Gottesdiensten ihren Ausdruck. Nirgends sonst ist das Wort Gottes Land auf, Land ab in unseren Gemeinden so präsent wie dort. Psalm, Evangelium, Epistel, Predigttext, Vater unser, Segen und das Lied. Alles führt in die Nähe Gottes, in die Anbetung, ins Kyrie und Fürbittengebet. Kommt her zu mir alle, geschieht auch im Hören auf das Wort. Wir durften erleben, dass eine neue Tora-Rolle für die jüdische Landesgemeinde als Geschenk des katholischen Bistums und unserer Landeskirche für die jüdische Landesgemeinde in Thüringen geschrieben worden ist. Ich betone, geschrieben worden ist. Die Kontakte mit dem, sofern dem Schreiber, Rabbiner Rolf Jakobow, das Aufbringen der ersten und der letzten Buchstaben, das Einbringen der Tora in die Synagoge, der Torarolle in die Synagoge am 30. September macht uns ja eindrücklich, wie heilig dieses Wort der fünf Bücher Mose geachtet und gehalten wird. Gottes Gegenwart. Tora ist Leben. Vor 500 Jahren begann Martin Luther auf der Wartburg das Neue Testament ins Deutsche zu übersetzen. Dieser Übersetzung folgte eine ungeheure Verbreitung und prägte die deutsche Sprache. Im sogenannten Wartburg-Projekt haben sich jeweils für 4 Wochen 2 Schriftsteller, Uwe Kolbe und Centuran Bharatarajah, und die Schriftstellerin Iris Wolf dorthin zurückgezogen, um mit der Bibel im Gespräch zu sein. Frau Wolf ist jetzt noch auf der Wartburg. Bewegend war die Innigkeit, die sie zum biblischen Wort in einem Gottesdienst am vergangenen Sonntag im Palast der Wartburg fanden. Dazu gibt es auch ein Video. Ich betone das alles, weil es Tendenzen und Diskussionen um den Gottesdienst gibt. Er sei nicht mehr die Mitte des Gemeindelebens. Das Gemeindeleben, auch die Verkündigung als Predigt, müsse sich auf andere Formate verlegen. Es kommen ja nur wenige. In vielen Kirchen finden nur noch selten Gottesdienste statt. Der Landeskirchenrat hat auf seiner Prioritätenliste zu bearbeitender Themen auch dieses. Wie steht es mit dem Gottesdienst? Dem Plädoyer für den sonntäglichen Gottesdienst füge ich noch hinzu, dass wir mitunter in jüngster Zeit sogar froh waren, wenn nicht zu viele Menschen gekommen sind. In Pandemiezeiten haben wir die kleine Zahl wieder lieben gelernt. Wenn wir um den sonntäglichen Gottesdienst ringen, geht es auch immer um unsere Gottesdienstorte, um unsere Kirchen. Jesus sagt, kommt her zu mir alle. Ich höre es so, alle Menschen. Unsere Kirchen sind für alle da. Und wie wir es in den letzten Jahren auch gewünscht und gefördert haben, sollen sie offen sein. Wie können wir Schwellen für die Einladung senken? Auch um diese Frage gibt es seit Jahren Diskussionen. Die Kirche ist ein heiliger Ort, aber das Heilige wird nicht durch das Profane entweiht. Eher
ist es umgekehrt. Ich habe über diese meine These noch viel nachgedacht. Es lohnt sich zu diskutieren. Das Göttliche heiligt das Profane. Davon bin ich überzeugt. Angst vor dem Profanen müssen wir nicht haben. Nicht vor einer weltlichen Trauerfeier in einer Kirche, nicht vor weltlichen Konzerten und kulturellen Veranstaltungen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich stelle das grundsätzlich in den Raum. Jesus begibt sich in die Hände der Sünder. Fiel mir noch aus dem Römerbrief ein, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. So öffnet er für sie, für uns den Himmel. Die Schwestern und Brüder in Nordhausen haben auf die Verwüstung in der Frauenbergkirche, oder sie haben es ja auch so beschrieben, es war auch ein Ausräumen, dem dann doch ein Kruzifix und einiges zum Opfer gefallen ist. Sie haben darauf reagiert, auf die Verwüstung in der Frauenbergkirche am 28. Oktober durch einen jungen afghanischen Muslim. Da haben sie das Zeichen der Entschuldigung angenommen. 40 afghanische Flüchtlinge waren gekommen, um sich zu entschuldigen. Sie legten Blumen vor dem Altar ab. Da ist der Himmel offen. Als in Berger Hainich vor 2 Jahren 2 Kinder bei einem Busunfall tragisch ums Leben kamen, war die Kirche in Bischofroda ein Ort, wo gemeinsam Trauer und Entsetzen ganz vieler Menschen des Ortes vor Gott gebracht worden sind. Der Kirchenraum war Licht. Wir sind klug, wenn wir solchen Erfahrungen folgen. Unsere Kirchen als Orte der Gottesbegegnung, der Jesusbegegnung, der Menschenbegegnung, des Trostes und der Versöhnung erhalten, pflegen und offen halten. Auch das entspräche der Einladung Jesu. Unsere Gottesdienste und unsere Orte für den Gottesdienst sind ein großer Schatz. Der Heilandsruf, ein Plädoyer für die Schwachen. Sind mühselige und beladene Schwache? Es gibt doch auch die Starken. Christophorus wurde unter der Last des Christuskindes ein Schwacher. Oft habe ich mich in der Hochachtung gegenüber meinen theologischen Lehrern ob ihres ungeheuren Wissens gefragt, warum sie so bescheiden waren und je mehr sie wussten, umso demütiger wurden. Mühsal und Beladenheit werden umso stärker erkannt, als Weisheit und Erkenntnis Gottes reifen. Deshalb rufen wir Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Deshalb darf jeder und jede für sich die erste Seligpreisung hören. Selig sind die geistlich Armen, also die, die sich wähnen, Gott nichts bringen zu können, die ihre leeren Hände zeigen, die sich über den Zuspruch der Rechtfertigung freuen können. Siegfried Kasparik betont einmal, dass die Instruktion vor Beginn eines Fluges sehr wahr sei, die Sauerstoffmaske erst sich selbst anzulegen und dann anderen zu helfen. Meine engen Grenzen, mein verlorenes Zutrauen, was mich beugt und quält, bringe ich vor dich. Leer sind meine Hände. Solche Einsicht wächst solidarisches Verhalten. Das Wort aus Sacharja 9, siehe, dein König kommt zu dir, hat Gerhard Bekrich weiter so übersetzt. Einem, dem geholfen werden muss. Hatte Jesus deshalb so sehr ein Herz für die Schwachen, die Geschundenen, die Ausgegrenzten, die in ihrer Eitelkeit Verfangenen oder in ihrem Reichtum? Es gehört zu den schmerzlichen Erfahrungen meinem Dienst als Propst, dass ich mitunter Gemeindeglieder und auch Mitarbeitende nicht verstanden wissen, dass sie das Gefühl haben, auf sie werde eingedroschen, dass es Mobbingvorwürfe gibt. Die Felder, in denen das erfahren wird, sind sehr unterschiedlich. Oft entzündet es sich an Kleinigkeiten. Manchmal stimmt einfach die Chemie nicht. In der verschärften Corona-Frage geht es um Ängste, um Sichtweisen, ums Impfen. Wie begegnen wir einander? Wie bleiben wir beieinander? Als Gerechte oder eben doch als Gerechtfertigte? Als Starke oder eben Menschen, die schwach sind? Als Menschen, die den Heilandsruf für sich angenommen haben,
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Dann werden wir auch barmherzig sein, wie es die Jahreslosung sagt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit mögen wir üben, weil Gott barmherzig ist mit mir, mit uns. Der Heilandsruf ist nicht nur spirituell, er ist auch physisch zu verstehen. Ja, zu Jesus kamen die Menschen, die belastet waren, mit Krankheiten, mit Nöten. Auf dieser Erde ist Christus auch im Leib Christi präsent in seiner Gemeinde. Das lehrt uns 1. Korinther 12. Jeder und jede Getaufte ist ein Glied im Leib Christi. Damit bestimmen sich auch Aufgaben und Dienste der Gemeinde. Sie ist Christus in der Welt. Das ist gar nicht vermessen, weil sie das nur durch ihn ist und weil sie das nur im Dienst ist. Hier liegt meines Erachtens eine unserer allergrößten Aufgaben. In dieser Weise dem Heilandsruf zu entsprechen, also ansprechbar für Mühselige und Beladene zu sein, für die, die es von sich wissen und für die, die es von sich noch nicht wissen. Mit kleiner werdenden Gemeindegliederzahlen könnten wir in die Versuchung geraten, uns um den Selbsterhalt zu kümmern. Ich weiß noch, wie ich als Superintendent um die Meldung jeder Taufe gerungen habe, nicht wahrhaben wollte, dass die Zahlen geringer wurden. Ich um Stellen bangte. Mit unseren Haushaltsplänen tritt uns das vor Augen. Das ist Sache sorgfältiger Verwaltung. Diejenigen, die nicht die Aufgabe haben, sich damit zu beschäftigen, die können, so meine Fantasie, ihren Aufgaben eben unbekümmert nachgehen. Im Bewusstsein ihrer Sendung, eben den Blick und das Herz auf die zu richten, die uns als Gemeinde und Kirche brauchen. Es liegt ja in der Mentalität des Heilandsrufes, dass wir ein starkes diakonisches Engagement haben, dass wir uns für Geflüchtete und Bedrängte einsetzen. Und von dieser Synode möge ein Signal ausgehen, dass wir nicht länger bereit sind, das Elend an der belarussisch-polnischen Grenze mit anzusehen. Es ist nicht zu ertragen, dass auf dem Rücken von Flüchtlingen Machtpolitik betrieben wird. Es gibt andere Lösungen, als Menschen dort frieren, ja erfrieren zu lassen. Wir wollen Kirche des gerechten Friedens sein und auch ökologisch unterwegs sein. Wir wollen dort Unterstützung leisten, wo Schwache Ermutigung finden. Wir sind froh über das riesige Engagement unserer diakonischen Träger. Diakonie darf aber nicht aus den Gemeinden auswandern. Wir haben Erprobungsräume, die unter den sozial Schwachen unterwegs sind. Wir merken aber auch, dass unsere Gemeindearbeit immer mehr als sozialpädagogische Arbeit gefragt ist. Wir merken das auch in der Arbeit der Burg Bodenstein, die als Thüringer Familienerholungsstätte stärker von Familien in prekären Lebenslagen genutzt wird. Vor vielen Jahren, bald nach der neuen Freiheit, sagte ein französischer Geistlicher bei einer Tagung: Predigen wir den Reichen, hören es die Reichen. Predigen wir den Armen, hören es die Armen und Reichen. Er hatte an seinen Tisch Arme aufgenommen. Ein großes Thema unseres Weges als Kirche ist, wie wir diakonisch und seelsorgerlich unterwegs sind. Mit unserem Probsprengel haben wir eine Visitation mit Fragen zur Gemeindeseelsorge durchgeführt. Hier steht Visitation. Ganz oben auf der Erwartungsliste liegt das Zuhören. Wichtig sind auch Gebet und Gottesdienst. Auch Gemeindeglieder sind Seelsorgende und von Pfarrerinnen und Pfarrern wird sich mehr Zeit gewünscht. Der Heilandsruf, ein Plädoyer für die Nachfolge. Was meint Jesus eigentlich, wenn er sagt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir? Jesus wurde in seiner Taufe zum Kind und Knecht Gottes bestätigt. Und wer das Joch Jesu aufnimmt, der wird auch zum Kind Gottes und Knecht berufen. Wir lieben das Lied von Jochen Klepper: Er weckt mich alle Morgen. Da steht alles drin, das Wort der ewigen Treue, und spricht mich selbst gerecht. Aber auch dies, er will, dass ich mich füge. Wie wohl hat's hier der Sklave? Fragt nicht, ob ich versag. Luthers Reformationsschrift von der Freiheit eines Christenmenschen leuchtet hier auf.
Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Und ein Christenmensch ist ein gebundener Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus macht völlig frei und entfacht eine Liebe, die Gott und dem Nächsten dienen will. Die Freiheit bindet so mit Lust und Liebe. Deshalb ist das Joch Christi sanft. Ein Leben als Christ ist im Wesen nach fröhlich. Luther gebraucht auch das Wort lustig. Ein lustiger Christ also. Ein Mensch, dem die Lust des Glaubens eigen und deshalb auch spürbar ist. Im Galaterbrief lesen wir Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Das gilt für alle Christen. Und es gilt auch grundsätzlich für die Existenz eines Pfarrers, einer Pfarrerin. In den letzten Jahren war oft die Ordination Thema. Ich verstehe jedenfalls die Ordination auch so, dass das aufgelegte Joch Christi in Berufung auf die Taufe nun in der Beauftragung des speziellen Dienstes in besonderer Weise betont wird. In knappen Worten des Ordinationsverhaltes heißt es, verhalte dich so, dass dein Zeugnis nicht unglaubwürdig wird. Ordinierte sind im Sinne des Liedes von Jochen Klepper in ihrer ganzen Existenz angesprochen. Natürlich auch jeder Christ. Es ist Thema in unserer Kirche, was ein Pfarrer und eine Pfarrerin zu leisten hat. Wie viele Stunden dabei wöchentlich in Ansatz gebracht werden sollen, wie viel Zeit Predigtvorbereitung, Verkündigung in Anspruch nehmen, wie viel Zeit für Verwaltung und Wege, für Sitzungen, Absprachen, Kasualien, Konfirmandenunterricht, Öffentlichkeit und. Bruder Lehmann wird sich an seine Handreichung erinnern, eingesetzt werden kann. Und natürlich die Frage, was das mit der Wirklichkeit zu tun hat. Die Alimentierung und das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis eröffnen eine Freiheit, die als christliche Existenz nicht eingeschränkt werden sollte. Eine Hochrechnung von Stunden muss sich ihrer Motivation versichern, um im Bild zu bleiben. Ist das Joch sanft, also gern und gut zu tragen, oder eisern, also bitter und kaum auszuhalten? Die jüngste Handreichung zur Erstellung von Dienstvereinbarungen läuft auf 44 Stunden wöchentlich hinaus. Vor 25 Jahren, als ich Superintendent war, gerade geworden bin, die ersten Dienstanweisungen damals in der EKKBS erstellt werden sollten, waren es 56 Stunden. Ein Pfarrer meines Kirchenkreises kam auf 95 und schrieb, und dann gehe ich noch in die Sauna. Und das ist Männerarbeit. Der Pfarrberuf ist der schönste. Er schrieb auch, wie gerne er sich im Sommer in die Hängematte legt und ein Buch liest, was seine 95 Stunden ja nur noch unterstreicht. Denn das ist ja Weiterbildung. Das klingt etwas spaßig, aber die Frage, die dahinter liegt, ist sehr ernst. Das Christsein in einer Kirchengemeinde geht über eine Abarbeitung einer Dienstvereinbarung hinaus. Wie auch unsere Ehrenamtlichen sich in der Regel vor allem bei vollem Berufsleben engagieren. Andererseits braucht es schon die Begrenzung in dem, was einfach zu viel ist. Dieser Konflikt ist aufzulösen. Da ist eine Dienstbeschreibung hilfreich. Es wird fröhlich zugehen, wenn wir uns in den Dienst Jesu genommen wissen, dienstlich oder privat. Auch für alle anderen Anstellungsverhältnisse gibt es Dienstvereinbarungen oder Anweisungen. Seit einiger Zeit sind Stundennachweise zu führen, jetzt zwar in der Corona-Zeit ausgesetzt. Diese Nachweispflicht war als Hilfe vor Überlastung gedacht. Aus meiner Wahrnehmung ist sie eher eine Belastung. Ein Unterschied zum Fahrdienst wird durchaus bemerkt, wo es diese Art des Nachweises oder gar der Kontrolle mit Recht nicht gibt. Wir sind sehr dankbar für unsere Lektorinnen und Predikanten, die den Dienst der Verkündigung tun, wo sie ordiniert worden sind, besondere Verpflichtungen eingegangen sind. Auch mit dem Diakonengesetz sind wir als EKM neue Wege gegangen. Mit der Berufung zur Verkündigung, Seelsorge und Sakramentsverwaltung begründen wir eine Dienstgemeinschaft, die jenseits privater oder öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse liegt. Hier haben wir Gestaltungsfragen, die wir noch aufmerksamer bearbeiten müssen. Wie gelingt Dienstgemeinschaft gut? Sind Dienstaufträge vorhanden? Wie wird Weiterbildung ermöglicht? Gibt es Wege zu Anstellungsverhältnissen im Verkündigungsdienst? Das sind nur einige Fragen.
Wir können sie nicht nur rechtlich sehen. Ins Einvernehmen werden wir von der Vision der Nachfolge Christi getragen. Jesus empfiehlt, von ihm zu lernen, denn er ist von Herzen sanftmütig und demütig. Dummerweise, aber leider auch erfahrungsgemäß, wird in der Kirche auch von Hierarchie gesprochen. Die mit solcher Rede verbundenen Herrschaftsvorstellungen widersprechen strikt dem, was Jesus möchte und auch dem, was wir uns in den verschiedenen Aufgaben unserer Kirche verstehen. Der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste unter euch wie ein Diener, sagt Jesus. Wie gelingt es uns, die Achtung, die Wertschätzung, eine für den anderen so zu zeigen, dass das Wesen Jesu erkennbar ist? Ich war noch ganz jung im Dienst. Bevor andere auf die Idee kamen, hatte Bischof Demke die Kaffeekanne schon in der Hand und goss ein. Mir war das peinlich. Vielleicht genügt es schon, den Blick dafür zu gewinnen, wie sehr wir uns einander schätzen und das immer auch mal zeigen. Sanftmütig und demütig zu sein, das könnte in Konflikten eine gute Wegbereitung zur Lösung werden. Einer trage des anderen Last, auch das ist Nachfolge Christi. Der Landesbischof und wir im regionalbischöflichen Dienst nehmen in der schon als nachepidemisch deklarierten Zeit eine riesige Menge an Veranstaltungen, Einweihungen, Festen und Jubiläen wahr und sind oft eingeladen und beteiligt. Das gehört zu den großen Freuden unseres Dienstes. Wir sehen die ungeheure Mühe, die darin steckt, ein Engagement, das keine Dienstbeschreibung einfordern kann und für das Stundenkontingente nicht ausreichen. Wir haben Teil an Höhepunkten, die viele glücklich machen und ermutigen. Stellvertretend für alle anderen möchte ich hier nur die Bundesgartenschau in Erfurt erwähnen. Und ich möchte noch hinzufügen aus unserem letzten Ephorenkonvent und dem Austausch, dass wir jetzt mit dem zweiten Weihnachten in der Epidemie nochmal vor großen Herausforderungen, Frustrationen stehen. Viele Mitarbeitende sehen sich jetzt schon wieder unter Corona-Bedingungen einsam, vorbereitend. Was machen wir zu Weihnachten? Es wird wieder so werden, vermutlich wie im vergangenen Jahr. Und das belastet viele ganz, ganz enorm. Auch die Kirchengemeinden, die sich darauf gefreut hätten, wieder in ihre Kirchen am Heiligabend alle einzuladen. Der Heilandsruf, ein Plädoyer fürs Aufatmen. Ich will euch erquicken, sagt Jesus, und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Soll es wirklich so sein, dass Nachfolge Jesu Erholung bringt, frisches Wasser für Durstige, Aufatmen für Gestresste? Oder ist es nicht anders? Erschöpfen wir uns nicht in der tagtäglichen Anspannung im Tun und Planen, im vergeblichen Tun und Planen, wie oft jetzt in der Pandemie oder in der Vorhaltung des Versagens, die alles fleißig ringen mit der Botschaft und der tätigen Nächstenliebe bei den Menschen zu sein, nicht sieht? Elia ist nach seinem Eifer am Bach Krit eingeschlafen, die Jünger sind in Gethsemane eingeschlafen, Jesus sogar im Boot bei stürmischer See. Es gibt physische Erschöpfung. In der Regel helfen Schlaf, Essen und Trinken. Anders ist es mit der seelischen. Schlaf tut auch hier gut. Mitunter muss auch eine Auszeit sein. Der Urlaub ist wichtig. Was aber Jesus anbietet, ist noch etwas anderes. Es ist die Geborgenheit in Gottes Liebe. Darauf zielt seine Einladung. Wir sind auf dem Weg. Der Hebräerbrief sagt, es ist noch eine Ruhe vorhanden und schaut auf die Vollendung des Reiches Gottes, den Himmel aus. Aber wir wissen, dass er, der Himmel, schon angebrochen ist, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns ist, dass jetzt schon die Zukunft zu uns herreicht, weil in Christus uns schon jetzt der Heilige Geist geschenkt ist und mit ihm Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir wissen vom Heiligen Mahl, von Versöhnung, Rechtfertigung und Gotteskindschaft, von Gemeinschaft und dass der Herr selbst seine Kirche baut. Das ist ein wunderbarer Korb mit geistlicher Speise. Nehmt und esst. Jesus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich danke Ihnen.